Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Good Spiggy. Wir sind gerade im Community House und ja, da sitzt quasi ihr. Hier ist die Maria und hier ist die Kati und hier ist die Cindy und aber die Küche ist wohl schön. Warum haben wir nicht so eine schöne Küche? Nee, also Noah, ich muss sagen, das Haus hast du wirklich sehr, sehr schön gebaut. Jetzt weiß ich ja, dass es von dir ist. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ich war mir nicht so ganz so sicher. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber ich hatte es mir dann doch irgendwie doch noch gemerkt. Und hier haben wir die Ali und hier ist die Iliana und hier sind überall noch Sims. Da ist der Noah selbst. Da ist der Erbauer. Wir können so sagen, das ist der Ingenieur. Ach ne, Ingenieur nicht. Architekt dieses Hauses. Und ja, er sitzt im Prinzessinnenzimmer, was ich sehr merkwürdig finde. Auf jeden Fall befinden wir uns noch hier. Wir haben uns ja so ein bisschen, sag ich mal, mit allen ein bisschen angefreundet. Zumindest, dass wir die alle so ein bisschen kennen. Die finde ich ja auch total süß, ne? Und, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, das freut euch. Wer ist denn hier draußen noch am Schwimmen? Ach, guck mal. Das ist die Ami. Das ist übrigens die Ami. Nicht die Amy, sondern die Ami. Das hat sie mir auf Snapchat geschrieben. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Da heißt ich ZockerMimi91, glaube ich. Steht aber auch in der Infobox. Auf jeden Fall, das ist die Ami und nicht die Amy. Um das nochmal zu verbessern. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was der Rest der Leute, die wir noch so kennen, macht. Die hatten wir ja schon besucht. Dann gehen wir nochmal eben hier hin. Und dann würde ich aber auch sagen, fahren wir aber auch dringendst nach Hause, denn wir müssen ja auch gucken wegen unserer süßen Mary, denn die ist ja noch schwanger und ich will unbedingt, dass das Kind kommt, denn ich habe gesagt, wenn das Kind da ist und wir Celine haben altern lassen, dann machen wir das Umstyling und dann schauen wir mal, wie wir die Girls so stylen. Mich hat auch jemand gefragt, ob Celine dann hochzieht, das wird aber nicht so sein, Celine wird unten bleiben, es sei denn, irgendwann stirbt mal jemand, guck mal, ist das nicht süß? Dieses kleine Mini-Schloss hier, da würde ich am liebsten mit der ganzen Familie einziehen. Geht aber leider nicht, weil es zu klein ist. Aber sonst ist es doch echt süß, oder? Ist doch so voll verhext irgendwie, finde ich. Ich finde es schön. So, wir klopfen mal an der Tür. Klopfen vor allem. Wir klopfen mal an der Tür. Voll die geilen Pilze hier. Transformieren. Nein. Mason muss in circa eine Stunde bei der Arbeit sein. Das ist sehr schön. Ja, Mason, dann würde ich sagen, tschüss, ne? So, und dann klopfen wir mal und dann gucken wir mal, wer hier so ist. Und hier wohnen folgende Menschen. Die Franzi, die Hanna und... Hier wohnt noch irgendjemand. Da. Die Nicolina. So, mit denen freunden wir uns eben noch an, beziehungsweise stellen uns denen mal eben vor, damit wir die auf jeden Fall auch in der Freundesliste haben und wir die dann auch einladen können. Aber ich finde, für die drei hier ist das ganz süß irgendwie, das Häuschen. Ne, ich meine, gut, es ist nur zwei Betten und so, aber da können die sich ja dann drum streiten. Aber sonst finde ich das echt mega süß. Das ist ja alles überhangen, aber ich mag es voll. Ja, du sollst dich jetzt nicht nur mit ihr unterhalten, du sollst auch mit den anderen mal kurz quatschen. Und dann fahren wir so schnell es geht nach Hause, denn wir sind ja auch alle gespannt, wie es weitergeht mit Mary und ob sie jetzt ihr Kind kriegen wird. So, wir machen noch einmal kurz Tratschen. Und dann hauen wir aber auch echt hier ab. Boah, die Leute haben bestimmt voll Angst vor mir. Alle so, boah, ist das Hulk oder was? So, und jetzt Apigaloppi nach Hause. Ach, scheiße, falscher Knopf. da oben auf das Weltentool in Willow Creek. Da wohnen wir in unser kleines, bezauberndes Schloss anwesend. Naja, von klein und bezaubernd ist natürlich hier nicht die Rede, aber es ist schon, naja, pompös, nennen wir es mal so. Aber ich mag es irgendwie, ich finde es irgendwie cool. Er hat mich auch gefragt, ob ich das in die Galerie hochladen kann. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon getan habe. Falls ich das nicht getan habe, mache ich das auf jeden Fall jetzt gleich nach der Folge. Dann könnt ihr euch das ab heute auf jeden Fall runterladen. Und dann könnt ihr damit selber spielen. Entschuldigt bitte auch, dass ich mich manchmal so komisch anhöre. Das könnte daran liegen, dass ich so ganz, ganz leicht, irgendwie so ganz leichte Erkältung habe. Ich merke es selber nicht so richtig, aber ich merke es dann, wenn ich natürlich rede. Oder, ja,
ne, sonstige Dinge passieren, die zu einer Erkältung dazugehören. Wie zum Beispiel das Laufen der Nase. Es ist sehr unangenehm, meinerseits. Ach, der Ladebalken, Leute. Er ist einfach so ladig. Warum? Können wir ihn bitte wieder abschaffen? Ich möchte wieder eine freie, offene Welt. Ich möchte frei sein. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt gehe ich mal eben rein. Und dann gucken wir natürlich mal eben, was unsere süße kleine Mary Mouse macht. Die ist Sims Forever spielen, ne? Genau. Du kannst jetzt mal was anderes machen. Moment. Du bist auch zu Hause, das ist sehr gut. Dann kannst du nämlich noch ein bisschen Klavier spielen üben. Das finde ich nämlich ganz gut, wenn du das tun würdest. Dann haben wir nämlich jetzt bald ein Kind. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir sie dann auch altern lassen. Lassen wir sie dann auch altern zum Teenager? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Sie ist ja auch noch bei den Abtrünnigen, ne? Dann sollten wir vielleicht auch nochmal eine kleine Party oder sowas veranstalten. Aufräumen. Räum das bitte auf. Und dann könntest du rein theoretisch... Ich habe mir übrigens mal alte Folgen angeguckt, wo Celine gerade zum Teenie wurde. Da war sie noch wesentlich mehr, also, ne, an Figur, ne? Und guckt euch jetzt an, die ist so mega schlank. Die ist echt so mega schlank. Die hat so dünne Beine. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch das Yoga kommt. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr dünn. Dann müssen wir dann eventuell mal gucken, ob wir das auch nochmal ändern. Räumen das bitte alles auf. So, und du kannst dir mal eben, ich weiß nicht, ob die Geige steht, die noch hier, ne, die hast du dir bestimmt in dein Inventar geräumt, ne? Ich guck mal. Where is the Geige? Wo ist sie denn? Wo ist die doofe Geige denn? Wer hat die Geige gestohlen? Da ist sie. So, und jetzt können wir ja hier auch mal ein bisschen üben, denn das wollte die Mia ja auch noch machen, ne? Also die Mia wollte ja auch ein bisschen Geige spielen lernen und die Alessia dann halt hier Klavier und dann wollten wir das ja so ein bisschen zusammenführen. Ihr wisst, was ich meine. So, dann üben wir ein bisschen. Boah, ihre Muskeln, das geht mir echt auf den Keks, das müssen wir echt ändern. Boah, sie hätte sich halt auch mal anders hinstellen können. Nee, es hört sich einfach wundervoll an. Es ist unglaublich, wie schön sich das anhört. Wie sie dabei auch guckt. Hammer. Nee, auf jeden Fall, dieses gemeinsame Musizieren läuft hier auf jeden Fall. Alle kriegen das kalte Kotzen, kann man so quasi sagen. Also es ist ja jetzt nicht unbedingt schön. Unsere, ja, das löst bei ihr wahrscheinlich gleich die Wehen aus. Unsere Mia, Mary ist natürlich im Schwanger im dritten Trimester. Also es könnte jetzt jeden Moment losgehen. Ich bin natürlich mega gespannt darauf, was es jetzt nun endlich wird. Wir müssen auch mal gucken, wie es hier mit den Hausaufgaben aussieht. Oh, sehr, sehr schlecht. Mach deine Hausaufgaben bitte sofort. Hör auf, irgendwas in die Spülmaschine einzuräumen. Mach einfach deine Hausaufgaben. Das ist ja krass. Ich wusste ja nicht, dass sie so schlecht steht. Das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser hinkriegen. Das wäre schön. So, Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Was mit dir? Du könntest auch noch deine Hausaufgaben machen. Hast du die denn im Inventar? Hast du? Ja, hast du die schon gemacht? Ach, hat sie tatsächlich schon gemacht. Ja, das ist ja schön. Hat sie schon gemacht. Finde ich gut. Oh, das kann ich mir nicht anhören hier von den beiden. Was machst du denn? Du bist am Schlafen auf der Parkbank draußen. Das finde ich auch ganz toll. Du könntest aber rein theoretisch eigentlich mal wieder was malen. Das hier kannst du auf erstmal an Kunstgalerie verkaufen. Und dann kannst du nochmal was anderes malen, bitte. Mal nochmal die schwangere Mary. Das finde ich gut. Komm mal hier hin, Mary. Warte, wir hören mal auf. Oh, jetzt habe ich erst weggeklickt. Nein, Dominik, bleib hier oben. Komm hier hin. Warte, wir stellen sie mal, stellen wir sie hier hin. Das ist immer so schwer, beides gleichzeitig irgendwo stehen zu lassen, wenn sie denn dann andauernd weggehen. So, warte. Nach Vorlage malen, groß.
So, Achtung. Und jetzt machen wir mal die Mary nach Vorlage. Wo ist sie denn? Andere Richtung. Da. Wie sie ja steht, ey. Aber ist cool. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, wie es wird. Soul. Wie soll ich das auf die Leinwand bringen? Diesen riesen Bauch. Ist unmöglich. Wer so meinte? Ja, auf jeden Fall sehr lustig. Ich weiß gar nicht, kommt das Kind heute noch? Ich bin mir nicht so sicher irgendwie. Also, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen mit Mary, so ein bisschen entspanntes Planschen hier im Wasser. Machen wir einfach mal. Und dann machen wir Celine, nehmen wir auch mal mit. Die schwimmt auch mal hier so. Irgendjemand klingelt wieder das Telefon. Ah, da. Ich habe gehört, dass an den Klippen gerade eine verrückte Party steigen soll. Sollen wir vorbeischauen? Wir sind voll müde und so, aber okay, wir kommen. Wir kommen natürlich, oder? Wir kommen doch immer. Wir nehmen natürlich, wir nehmen mal Bring mit. Josie nehmen wir mit, Ellie nehmen wir mit, Franzi nehmen wir mal mit, die nehmen wir mal mit. Wir nehmen mal ein paar neue Sims mit. Komm, wir nehmen mal ein paar neue Sims mit, dann kommen die mal nicht mit. Die kommen ja sonst immer mit. Celine nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wen nehmen wir denn mal mit? Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Ute Bach. Amy nehmen wir mit. Ach, Ami, Entschuldigung. Ach, jetzt können wir die gar nicht mehr mitnehmen. Warum können wir die nicht mehr mitnehmen? Das ist eine Frechheit. So, jetzt können wir sie mitnehmen. Ah, die will ich auch noch mitnehmen. Verdammt! Wen nehmen wir denn mal dann nicht mit? Ja, komm, die haben wir gerade... Oder warte, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir die nicht mit. Dann nehmen wir dann die mit. So. Ich hoffe, jetzt ist keiner sauer. Jetzt gucken wir mal, was da denn für eine Party abgeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe eine gute, ja? Dass ich hier nicht immer einfach eingeladen werde und dann ist das hier so eine Schrottparty. Ich will eine fette, fette, fette Party. Ich habe das Gefühl, irgendwie wird der Ladebalken immer länger und länger, oder? Ist das so? Der war doch am Anfang nicht so lang von der Girls WG. Aber es ist vielleicht, weil er mehr zu laden hat. Weil es mehr Sims ist und die mehr kennen und die wiederum ein größeres Haus haben und ach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal an, hier sind ja alle. Das ist ja toll. Hier geht ja anscheinend tatsächlich was ab. Cool. Zusammen tanzen, komm. Alter, so eine ganze Riesengruppe. Das ist ja witzig. Wie sie einfach wieder alle so dancen sind, ey. Ich finde das so cool. Ach komm, Paula ist auch da. Und warum zum Teufel ist Celine im... Ach, da kommt auch Josie. Da kommen ja tatsächlich alle mal. Das finde ich ja gut. Ja, das finde ich aber herrlich, wenn wir das jetzt so viele sind. Würde ja nicht auch noch alle in die Gruppe mit aufnehmen. Ja, einfach alle so feiern. Oh, oh. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich sehr gut. Dann machen wir ein bisschen Party. Vielleicht bringt das auch ein bisschen die Wehen hier in Schwung. Ey, vielleicht wird das ja voll das Partykind, man weiß es nicht. Bin überhaupt mal gespannt, ob es irgendwie ein Junge, ein Mädchen, ich weiß es nicht, was wird. Oder komm, wir gehen mal hier alle gemeinsam schwimmen, oder? Zusammen hier schwimmen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt kommt bestimmt die ganze Crew da angerannt, ey. Wir warten mal hier und gucken uns das mal an. So, jetzt. Alter. Die Karawane zieht weiter. Ist ja witzig. Juhu, alle rein. Ist das Fräulein Celine? Nee, das Franzi Schneider sieht aber aus wie Fräulein Celine. Ist ja witzig.
Mia. Was mit den anderen? Kommen die auch? Ist auf jeden Fall cool. Na komm, dann... Ach ja, du kannst ja nicht in den Pool springen. Du bist ja jetzt schwanger. Dann du vielleicht in den Pool springen. Aber du kannst das nicht für alle machen, ne? Kannst du das für alle machen? Ja, sag doch mal. Kannst du das für alle machen? Mach mal Arschbombe. Komm, Arschbomben sind immer cool. Doch, guckt euch mal bitte ihren muskelübersäten Körper an. Alter Schwede. Ja, zu Recht. Lustig auf jeden Fall. Ich mag das ja voll, ne, wenn das so passiert. Ist auf jeden Fall cool. Was mit der? Achso. Ja, komm, dann gebe ich mal eine Runde für alle und dann Getränke bestellen. Getränke bestellen, Lieblingsgetränke bestellen, Getränke für Gruppe bestellen. Das machen wir mal noch eben. Wir nehmen natürlich Amos Nektar, weil das so gut zu uns passt. Wow. So, dann hol der mal so ein bisschen... Alter, ne, das muss auf jeden Fall geändert werden. Das geht so nicht mehr. Leute, wie sieht das aus? Bitte. Das ist einfach nur... ja. Genau, warum regen sich jetzt alle so auf? Über den Müll, der hier liegt. Kann die jetzt mal irgendwie wieder aufwachen so? Oder? Ach, das hat sie jetzt tatsächlich von da hinten bestellt, ja? Und sie hat sich eingepieselt. Scheiße, wir sollten dringend nach Hause. Wir trinken noch eine Runde Amos Nektar und in der nächsten Folge, würde ich sagen, hauen wir uns dann schnell nach Hause, weil das hat ja hier keinen Sinn, wie ihr seht. Der eine muss pinkeln, der andere muss dies, der andere muss jenes, irgendeiner muss hier alles. Aber ich finde gut, dass Brini und so auch hier ist und dass du so dreckig bist, finde ich auch ganz toll. Was macht sie jetzt? Nickerchen machen, natürlich. Ja, damit beende ich auf jeden Fall diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch sehr gut gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.